Herzlich willkommen zurück aus dem mobilen Studio hier an den Berner Digitaltag. Wir sind im Erlacherhof, wieder mal vor dem Festsaal. Und jetzt reden wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und für das habe ich einen tollen Gast bei mir, Jürg Guggisberg, Geschäftsführer von Barto AG. Herzlich willkommen, Herr Guggisberg. Herr Ruchti, herzlichen Dank, dass ich da teilnehmen darf an diesem Digitaltag. Sehr gerne. Wir haben gesagt, Digitalisierung in der Landwirtschaft. Da fragt man sich dann so, ja, was heisst das? Essen wir gleich Bytes und Daten? Oder wie funktioniert das? Was ist Digitalisierung in der Landwirtschaft? Also vielleicht wegen der Bytes und Daten. Nein, es ist wirklich nicht so. Die Verdauung ist ein biologischer Prozess. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie das ersetzen mit einer Dateninfusion. Also der Genuss vom Essen, ich nehme nach, viele schauen jetzt zu, hören zu, die sind Mittagessen, da wünsche ich Guten. Und ja, das wird so bleiben auch in Zukunft. Aber Digitalisierung, das ist wie auch ein Lebensbereich, das sind Prozesse, die helfen in der Landwirtschaft, sei es bei Planung, sei es bei der Steuerung von Prozessen und sei es auch bei der Aufzeichnung. Und dort ist natürlich grosses Potenzial, ist auch schon viel gegangen. Ja, ich bin schauen auf eure Produktseite, eben Barto AG. Das ist eine webbasierte Plattform zur Dokumentation der Produktionsabläufe der Landwirtschaftsbetriebe. Ich bin schauen und es hat mich auch erinnert an ein Computerspiel. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch das Positive, oder? Man kann fast auf eine spielerische Art kann man eigentlich den landwirtschaftlichen Prozess planen. Das ist eigentlich euer Produkt, oder? Genau, also der Hauptaugenmerk, den wir haben, ist Bauern Hilfe zu stellen für Dokumentation. Dokumentation ist ja die länger sie wichtiger, sei es von gesetzlichen Vorgaben her, wo muss notiert werden, was, wenn gemacht wird auf den Feldern. Im Futterbau, aber auch im Stall, gerade der Einsatz von Medikamenten, muss klitzeklein aufgeschrieben werden, muss dokumentiert werden. Und da ist natürlich gäbig, wenn man entsprechende digitale Hilfsmittel kann bieten kann. Das tut auch die Zettelwirtschaft reduzieren auf dem Betrieb und es geht effektiv am Schluss weniger verloren an Informationen und sie ist auch längerfristig gespeichert und auffindbar, wenn man sie nachher will, zum Beispiel für Betriebsplanungen brauchen. Weil sonst bei jeder Planung muss alles wieder frisch erfassen, Datengrund. Wenn man sie einst dokumentiert hat, ist ein Haufen bereits vorhanden. Also eine wahnsinnige Effizienzsteigerung eigentlich. Also die Bütze an sich auf dem Feld bleibt ja immer noch die gleiche mit den Tieren. Aber eine wahnsinnige Effizienzsteigerung für Bäuerinnen und Bauern, oder? Das ist unser Ziel, dass wir dort eine Effizienzsteigerung herbringen können. Es ist ein grosses Ziel, ja, dass man den administrativen Aufwand für einen Bauer reduzieren kann. Aber wenn ich sehe, was agrarpolitisch so läuft, was die Ansprüche sind vor Gesellschaft, an die Nahrungsmittelproduktion, können wir schon weit, wenn wir den Stand, den wir jetzt haben, können halten und dafür mit technischem Einsatz, mit Hilfsmitteln, mit digitalen Hilfsmitteln halt Bauern Hilfestellungen zu leisten und zu bringen, dass er seine Bühne jetzt einfacher machen kann. Aber es geht um Ackerbau, um Planung, es geht auch um Tiere. Ihr habt vorhin über Medizin geredet oder eben über Abgaben von dieser Medizin. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Jetzt vielleicht anhand von einem Betrieb mit ganz vielen Kühen. Wie hilft euer Produkt am Bauer im Zusammenhang mit den Nutztieren? Also ein Teil der ganzen Digitalisierung in der Landwirtschaft ist natürlich die Tierverkehrsdatenbank. Die ist im Jahr 2000 ist die implementiert worden in der Schweiz. Und zwar aufgrund der BSE-Krise. Und dann hat man von Anfang an auf Internet gesetzt. Das ist eine Massnahme, die jetzt nicht direkt mit unserem Produkt im Zusammenhang steht, aber über unser Produkt kann man dort die entsprechenden Meldungen machen. Es tut da heute. Das ist Contact Tracing eigentlich auf eine Art. Das ist im Prinzip etwas wie Contact Tracing, weil da sind wir im Prinzip der Corona-Krise, die wir jetzt haben, im Rinderbereich 15 bis 20 Jahre voraus gewesen, weil das Ziel ist für jedes Tier, jedes Rindvieh in der Schweiz, es gibt dort 1,5 Millionen davon, einen lückenlosen Lebenslauf hat, tagesgenau, wo mit welcher Herde, dass es zusammengestanden ist und das kann man zurzeit mit über 98% ist das erfüllt. Tagesgenau ein Lebenslauf für jedes Tier. Und wenn jetzt an einem Ort eine Krankheit ausbricht, der Veterinär das feststellt, kann man einerseits zurückschauen, wie hätte ich auf den Betrieb reinkommen, welche Tiere sind auf den Betrieb zugeführt worden, aber auch, wenn etwas aufpoppt, wo ist das weitergegangen? Vielleicht hat man das Tier einem Nachbarn verkauft oder über einen Händler irgendwo her und dann kann man in der Kürze auf die Veterinärbehörde und da reden wir von Tagen. Ja. Alle potenziellen Betriebe, wo das könnte jetzt zum Ausbruch kommen, kann man nachher testen und ist eigentlich relativ schnell und kann im Keim nachher solche Ausbrüche sofort in den Griff bekommen. Also eigentlich
ja, wahnsinniger Fortschritt, wenn man vergleicht. Ich muss mich noch ein bisschen erinnern an die BSE-Krise. Ich war nicht wahnsinnig alt, ich glaube etwa 10-jährig, aber ich kann mich erinnern einfach an die Masse von Tieren, die geschlachtet worden und verbrannt worden. Das ist ein Szenario, das man verhindern kann mit Technologie, oder? Genau, das ist ja so. Wobei eben die Bilder, die man sieht, das ist primär das Bilder aus England gewesen. Und die ganz schlimmen Bilder waren im Zusammenhang mit Maul- und Klauenseuche, mit BSE. Aber es ist effektiv, dort sind nachher viele Tiere sogenannt geheult worden. Also einfach, man hat die nachher vom Leben in den Tod gebracht, nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet, sondern entsorgt nachher, für einfach dort die möglichste Krankheit unter Kontrolle zu haben. Und das ist natürlich der Aspekt von Lebensmittelsicherheit. Oder? Es gibt Krankheiten, die das Tier betreffen, aber es gibt natürlich auch Krankheiten, wie zum Beispiel Rindertuberkulose als Zoonose, die nachher auch auf den Menschen übergehen können. Und da ist natürlich wichtig, dass bei solchen Krankheiten, dass man möglichst von Anfang an kann identifizieren kann und nachher halt betroffene Tiere sofort aus dem Verkehr ziehen. Die Zoonose wären wir schon wieder bei Covid. Spannend, also, wie eben ihr eigentlich dort in der Landwirtschaft mit der Technologie eigentlich der Zeit voraus seid. Ist es eigentlich aus Interesse? Hat es einen Informationstausch gegeben zwischen euch und den Behörden im Rahmen jetzt von Contact Tracing bei Covid? Oder hat es dort keinen Austausch gegeben? Das wäre mir nicht bekannt. Also, ja, bevor meine Tätigkeit bei Barto AG bin ich bei Identitas AG, die für den Bund die Tierverkehrsdatenbank betreiben. Und, aber das ist der Wechsel ist vor drei Jahren passiert. Darum weiss ich nicht, ob dort irgendwelche Austausch, Wissenstransfer hat stattgefunden oder nicht. Aber wäre sicher sinnvoll gewesen, wenn ich euch so zulasse. Das ja kann sinnvoll sein. Wir haben einfach einen grossen Unterschied. Das Tier meldet nicht selber. Für das Tier meldet der Bauer. Und hier in dieser Situation können wir es vielleicht ein bisschen so übertragen. In einer Gaststätte muss zwar der Gast selber eintragen, aber letztendlich macht oder wird nachher die Meldung an die Behörden. Definitiv. Das Tier meldet nicht selber, aber das ist vielleicht auch etwas, was Technologie wiederum hilft. Oder dass Technologie meldet, Achtung, das Tier müssen wir impfen oder Achtung, das Tier sollte gleich halbern. Ist das auch etwas, wo eben eure Technologie, das Produkt von Barto AG, am Bauer hilft? In dem Sinn nicht direkt, aber indirekt, weil wir haben natürlich auch andere Systeme, die nachher eingebunden sind in unser System. Und dort ist etwas ganz Wichtiges natürlich, die sogenannte Smart Call App, wo ein Brunstkalender drauf ist, wo die Meldung an die TVD machen kann, wo man aber auch die Behandlungen kann registrieren kann mit der App. Weil dann hat man das Büro als Bauer im Prinzip schon im Hosensack. Das sind grössenordentlich 13'000 Bauern, die das App brauchen, täglich, oder sie im Einsatz haben. Aber für mich eigentlich noch fast das Wichtigere in diesem Bereich sind, wenn man Digitalisierung nachher einsetzt, im Sinn von Algorithmen für das Tier können zu überwachen. Wir kennen ja alle die Fitnessuhren, oder? Beim Mensch. Ja, genau. So Fitbit und Garmin und wie sie alle heissen, oder? Sollte es da nicht Produktewerbung machen? Ja, da hat schon genug diverse Apple Watch, kann man noch sagen. Und genau. Alles Mögliche, das ist ja. Nur divers. Okay. Und der Hintergrund ist natürlich der, dass mit den entsprechenden Sensoren, sei die Ohrmarken, sei die Fußgelenk, die angemacht sind, in Form von einem Bändchen bei der Kuh, kann man die nachher überwachen. Im Hintergrund wird eigentlich das Standardverhalten des Tieres wird nachher festgelegt. Und sobald es nachher vor Messung von diesem Sensor Ausreißer gibt, dann wird es interpretiert. Jetzt kann es sein, eine Kuh, die wird, wenn sie nicht trägend ist, alle 21 Tage wird die Stierung brünstig. Und dann hat sie ein abweichendes Verhalten. Dann ist sie nervös, läuft mehr im Stall herum. Und das gibt den Ausschlag, oder, in der Datenreihe. Und dieser Alarm überkommt nachher der Bauer. Und dann kann er entsprechend den Besamungstechniker kommen, für die zuzulassen. Oder er stellt fest, oh, das ist jetzt komisch, der frisst eh nicht mehr so viel, weil man das Wiederkauen bei den Kühen trecken oder über den Sensor, mit dem entsprechenden Sensor, ist vielleicht apathischer gegenüber der Norm. Und auch dort kommt nachher Alarm, Achtung, schau eins, was ist mit der los? Und meistens merkt man mit der Verhaltensveränderung des Tieres, bevor dass man klinische Symptome sieht, dass irgendetwas faul ist. Und wenn man natürlich frühzeitig eingreifen kann, dann kann man unter Umständen ein teures Medikament oder irgendetwas, das man nachher müsste, zum Kurieren einsetzen, vermeiden. Und das hilft natürlich auch, sage ich mal, bei der Effizienz, haben wir vorhin gesagt, aber auch bei Rentabilität, oder? Weil wir wissen ja, zum Bauern muss man heutzutage immer mehr Nutztier haben, eigentlich, dass es rentiert. Und mit solchen Apps oder solchen Hilfestellungen kann natürlich ein Bauer auch viel mehr in seinem Sinn Tiere im Stall haben, weil er besser, effizienter schauen kann, oder?
Das ist das, aber nachher primär, fast das Wichtigste ist eigentlich das Tierwohl. Oder? Ein gesundes Tier ist schon ein Tier, das in seinem Wohl ist. Und ähnlich wie in der Humanmedizin wird man ja möglichst gesunde Tierbestände. Und das ist ein Bauer ein wichtiges Anliegen, dass seine Tiere gesund sind. Und schon wenn man dort einen Schritt machen kann in diese Richtung und die Technik hilft, die Tiere gesund zu halten, ist das eigentlich fast das Wichtigste. Was natürlich das Ökonomische ist, das hat er richtig gesagt vorhin. Also ich weiss von einem Bauer, der mir gesagt hat, obwohl das kostet, solche Sensoren, rechne er damit, dass wenn er einen Brünstigkeitstermin verpasse, dass ihm das Kosten verursache von Grössenordnung 250 Franken. Also pro Tier. Pro Tier, ja. Und wenn man das natürlich, man sieht nachher eine, der auch schon Assistierung ist in einem Bestand, aber dann muss man auch gegenüber schauen. Und heute haben wir länger, sind weniger Zeit auf den Bauernbetrieben, oder? Mhm. Arbeitskräfte sind rar und vielleicht sogar ein Melkroboter drin, man ist weniger mehr im Stall als früher für die Überwachung der Tiere. Und dann helfen eben solche Hilfsmittel nachher, dass man wirklich sieht, jetzt ist eine Stierung, jetzt muss man zulassen. Und wie ist es eigentlich, ähnlich beim Ackerbau oder bei den Hilfsstoffen auf dem Feld? Da geht es ja auch darum, man bestellt gewisse Sachen, man muss düngen, man bestellt Chemikalien, die zum Teil ablaufen. Auch dort kann man natürlich extrem viel besser planen mit so technischen Hilfsmitteln. Das ist eindeutig so, wobei dort die Technologie mehr ist, im Sinne von Landtechnik, dass man erstens mit dem Einsatz von GPS-Technik schaut, dass man möglichst spurgenau fahren kann, Spur an Spur, oder? Dass man dort heute mit entsprechenden Korrektursignal ist man auf einer Genauigkeit von 2 cm. Im Traktor, oder? Wenn er im Traktor, ja. Und dann kann man im Prinzip sagen, okay, das ist jetzt die Linie, das Steuerrad loslassen und dann fährt er automatisch und wirklich sehr exakt. Und es hat eigentlich mehrere Effekte. Einerseits tut man nachher, kann man Treibstoff sparen, weil man tut dann nicht eine Fläche zweimal überfahren oder vergisst sogar gewisse Teile nicht zu fahren. Es ist weniger ermüdend für einen Fahrer. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn man nachher Gemüse zum Beispiel anbauen und nachher Hackgeräte im Einsatz hat. Also da will man ja nicht das Gemüse, das in der Reihe ist, aushacken, sondern das ist ziemlich eng und da muss man wirklich sehr exakt fahren, dass wenn man hackt, dass man nur den Zwischenraum zwischen den Reihen tut, Zuckerrot bekämpfen und nicht im Vergäß auch noch gerade die Nutzpflanzen ausmacht. Oder? Sonst ist das schon vorzeitig geerntet. Und das ist das, was man eigentlich nicht will. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist so, dass man heute länger mehr Geräte hat, die breitflächig ausbringen, sei es Pflanzenschutzmittelspritzen oder Düngerstreuer, die auf sektorenweise geschaltet werden kann. Und wenn man nachher einmal drüber gefahren ist, über ein Feld, und die sind meistens nicht alle haargenau rechteckig, dann hat man sogenannte Abkehrung drin, oder so Spickeln drin. Und dann tut das Sektor für Sektor tut das Gerät nachher abschalten, wenn man an einen Ort durchgeht, wo man vorher schon gefahren ist. Das ist aufgezeichnet, oder? Und so hilft das natürlich auch wieder der eingesetzte Hilfsstoff, sei es ein Düngemittel oder sei es Pflanzenschutzmittel, zu reduzieren. Da muss man ja wirklich sagen, oder, für die Bäuerinnen und für die Bauern, das ist eigentlich ein hochtechnologischer Beruf. Oder? Viele Leute haben ja wirklich das Gefühl, eben, ja, Bauern, das ist ja, alles mit den Hängen und das ist Dreck und da ist man auf dem Feld und so. Da kommt, glaube ich, den wenigsten Leuten Technologie in dem Ausmaß, wie es wirklich ist, in Sinn. Also ist das vielleicht auch etwas, wo dir auch an der vordersten Front mithelfen, dass man dort eigentlich der Beruf des Bauern so ein bisschen neu denkt und eigentlich auch in der Gesellschaft vielleicht neu vorstellt. Das ist ja durchaus extrem spannend. Ich glaube auch für sehr viele junge Leute, zum Teil aus der Stadt zum Beispiel, weil der technische Aspekt ist ja gross. Das ist haargenau so. Wobei ich das Gefühl, einfach durch die Dringung von digitaler Technologie generell in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl, ist eigentlich von alt bis jung sind alle gleich betroffen. Nur ein Beispiel, wenn ich meine Mutter anschaue mit 84, hat der eine die Grosstochter gesagt, wie WhatsApp geht. Und nachher, 2 Wochen später, bekomme ich schon ein WhatsApp Ligrümu. Und ich dachte, hä? Was ist das für ein Slang? Aber hat es sofort realisiert, oder? Als ältere Frau, dass man eben da mit Abkürzungen arbeitet.
liebe Grüße Mutti. Yeah. Und da haben wir dann realisieren, ja, effektiv ist es nicht einmal eine Frage vom Alter. Es ist eine Frage, von, ob man Freude hat, ob man eine neue Technologie lässt, an sich zu suchen kommen. Wir stellen viel fest beim Essen. Es gibt ältere Bauern, die sagen, das ist jetzt wirklich schade, dass ich jetzt meinen Betrieb meinem Junior übergebe. Jetzt wird es endlich spannend, oder? Und auf der anderen Seite Junge, die sagen, oh, die Digitalisierung, also mit dem habe ich dann nichts im Hut. Mir ist es mehr eine Einstellungsfrage und weniger eine Frage vom Alter. Natürlich, die Digital-Native, die sind natürlich schon ein bisschen näher dran, weil sie bereits mit dem Handy sind gross geworden. Oder? Aber was wir festhalten können, Jürg Guggisberg, zum Schluss, ist, auch die Landwirtschaft wird immer digitaler und das wird weiter so gehen und die Fortschritte werden stetig grösser. Das ist so, ja. Das kommt laufend, gibt es neue Produkte. Wie gesagt, letztendlich das Abführen vom Ernteprodukt, sei es der Weizen, die Gerste, die Herdöpfel oder die Milch selber, das wird analog bleiben. Aber all die Prozesse, bis man dorthin kommt, wie man produziert, wie man es dokumentiert, das wird je länger sie mehr digitalisiert. Spannend. Jürg Guggisberg, merci vielmals. Und wenn es euch interessiert, googelt Barto AG, extrem spannend. Ihr könnt dort so einen Probe-Account lösen und mal schauen, wie das wäre, wenn ihr selber bauen würdet.